Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ECW 2K24. Schauen wir uns mal die heutige Matchcard an. Im Opener trifft Kid Cash auf Johnny Grunge. Dann haben wir ein Special Guest Referee Match zwischen Bülent McGillicuddy und Luna Warshaw. Da ist der Chef persönlich. Paul Heyman ist da der Special Ref. Okay, interessant. Dann haben wir Tommy Dreamer gegen Chris Jericho. Ein Triple Threat Match zwischen Sabu, Bam Bam Bigelow und Raven. Und im Main Event haben wir ein Tischmatch, ein Table Match zwischen der BWO und den Dudley Boys. Jawohl, los geht's. Voll Spaß damit. Jetzt habe ich zwar vergessen, die Einzüge zu deaktivieren, aber können wir ja schnell skippen. Kennen wir beide schon. Und dann, ja, gerade die Fete am Laufen zwischen Kid Cash und Eddie Guerrero. Also hier wird schon auch was passieren. Wir spielen hier mit Kid Cash, der sich hier mit Johnny Grunge von der Public Enemy messen muss. Public Enemy auch Tag Team Titel heraus von Nummer 1. Da wird auch noch irgendwann später bestimmt das Titelmatch folgen. Aber so hier noch ein paar Kandidaten, die heiß auf den Tag Team Titel sind. Deswegen gucken wir mal. Ich habe übrigens tatsächlich das Moveset von Sabu geändert. Ich weiß gar nicht, ob wir den heute auf der Karte hatten. Ich glaube schon, im Triple Threat Match, glaube ich. Habe ich das Moveset mal geändert. Ich hoffe, es ist nicht das gleiche, was ich vorher schade, sondern so anderes. Diesen doofen Pele-Kick nicht dauernd sehen. Aber wie gesagt, gucken wir uns an. Wenn es soweit ist. Johnny Grunge hier bisher wirklich wenig Gegenwehr. Ich krieg gerade eigentlich noch mal ein bisschen angepasst und doch noch relativ viel gewonnen haben eigentlich, oder mehr gewonnen haben als verloren, dass sich so ein bisschen in der im Gleichgewicht hält. Springboard Dropkick und direkt ein Somersault nach draußen hinterher. Ich glaube, das ist Johnny Grunge hier schon irgendeine offensive Aktion. Oder es ist ein ganz normales Match, also es ist kein nichts mit Hardcore, es ist einfach nur ein normales Match. Auch so random dahin gewürfelt, jetzt ist auch keinerlei Vorgeschichte. Ich weiß nicht, was da dahinter ist. Oder was dahinter steckt. Mal erste Aktion wieder von Johnny Grunge überhaupt. Aber schon wieder direkt gekontert. Kid Cash. Jetzt halt direkt. Weil über Suplex einen Brainbuster direkt den Finisher durchzieht. Gucken, ob das schon gewesen sein kann. Ja, so ein Mikey Whipwreck-Match eigentlich gewesen. Und hier gewinnt auch Kid Cash. Da kommt natürlich Eddie Guerrero, den man schon gewartet gehabt. Gedacht, dass da noch irgendwas passiert. Und soll jetzt so ein random Match einfach zusammen gewürfelt werden. Dann kommt ein Käfig von oben runter. Okay. Hab gar nichts, dass da ein Käfig hängt. Noch keiner in der Match, glaube ich. Noch kein Match heute, wo ein Käfig stattfindet. Aber jetzt ist auf jeden Fall der Käfig runtergefahren. Die muss hier dagegen. Anderes hat auch noch mal. Okay, warum nicht? Auch hier keine Ahnung, wie dieses Match zustande kommt. Wir haben Bueller mit McGillicuddy gegen Luna Vachon, der jeweils begleitet von Tommy Dreamer bzw. von Bam Bigelow, und Paul Heyman ist der Special Referee. Das heißt, wir spielen Paul Heyman. Gucken, was der Chef hier entscheidet. Ich will mal den Einzug von Jula kurz sehen und dann den Einzug von Luna auch. Also Paul Heyman zum Ring. ECW Gründer, Chef, Public Relations Manager, Kommentator. Keine Referee-Kleidung, sondern wirklich der normale Anzug. Das ist das große Telefon und die Mütze eigentlich. Und noch ein paar Einzüge geändert, gerade von Eliminators, glaube ich, habe ich geändert. Von den Gangsters, ein paar Sachen habe ich angepasst. Und da kommt Bueller. Just
look at the swagger on display. I love it. Swagger. Really, Saxton? You know a number... Gefolgt von ihrer Gegnerin von Luna Vachon. Hier gleich hier ein Rohr mit. Eigentlich ein normales Match, also keine Stipulation, also kann sich ihr Rohr eigentlich gleich wieder draußen liegen lassen. Schauen wir mal, wie dieses Match so verläuft. Luna auch schon viel zu früh verstorben, Paul Heyman und der Ref. Ich bin Bam Bigelow. Okay, kann ich Paul Heyman spielen, aber ich bin Bam Bigelow. Bleibt es ja nur die Zuschauerrolle eigentlich. Legaler Superstar deine Waffe. Also hier zu viel aufdrehen, dann werden wir ja direkt disqualifiziert und rausgeschickt. Das heißt dann bei Tommy Dreamer alleine da. Jetzt steigt unser Balk noch immer weiter. Ich gehe mal lieber raus. Ich weiß nicht, ob der auch wieder sinken kann dann. Aber auch ganz langsam los. Ach, hatte ich mir ehrlicherweise echt anders vorgestellt, dieses Match. Ich wollte eigentlich Paul Heyman spielen. Also, lassen wir uns einen ganzen Frust, dass wir nicht Paul Heyman spielen können. Eben an jenen Paul Heyman aus. DDT außerhalb von Luna gegen Beulah. Ich glaube, da kommt Paul Heyman wieder zu sich, ist auch wieder im Ring. Aber wirft jetzt natürlich auch Bam Bigelow draußen für die Attacke. Sehr schade. Also mit mir, wir nicht mehr am Match beteiligt. Mal gucken, was die beiden Damen jetzt machen. Tommy Dreamer eher so als moralische Unterstützung mit dabei. Nicht irgendwie eingegriffen, sind nicht mehr wirklich beteiligt. Jetzt Count ist schon bei 7. Und da kommt Luna noch vor 9 wieder zurück in den Ring. Rüben in die Ecke, folgt von einer harten Clothesline, schickt Luna auf die Bretter, gleich direkt das Cover hinterher. Aber geht nur bis 2. High-Rake, Low-Blow von Beulah. Nächster Cover-Versuch. Auch nur wieder bis 2. Luna kann hier mit dem Enzugiri außerhalb vom Ring kontern. Knee Drop hinterher.
Paul Heyman schon mit seinem Count bei 3. So, noch ein DDT kommen außerhalb vom Ring von Luna Vachon. Wir sind schon bei 8 jetzt. Nächster DDT. Luna zurück im Ring und das, wenn jetzt hier nicht. Ja, 10, damit gewinnt Luna dieses Match durch Countout. Okay, wir sind früh rausgeflogen. Trotzdem konnte Luna sich alleine durchsetzen noch. Und kann ja King Beulah gewinnen. Sehr crazy. Weiter geht's mit Chris Jericho gegen Tommy Dreamer. Dann nehmen wir Tommy Dreamer mal. Jericho gerade auch in der Fehde mit Masato Tanaka beschäftigt. Der kommt jetzt hier auch. Jericho übrigens im neuen Outfit. Den haben wir mal das Lionheart-Outfit gegeben. Gleich direkt von Masato Tanaka. Diese Fehde auch aus dem Nichts entstanden. Und jetzt Jericho schon angeschlagen. Aber der Ref wird jetzt gleich die Ringglocke läuten. Und dann geht's auch los. Also die Tommy Dreamer natürlich jetzt auch zum Vorteil verschaffen. Jericho schon angeschlagen. Jetzt in den Magen. Blackjob geht daneben. Tommy Dreamer setzt hier Jericho aufs oberste Seil und kommt ein Neckbreaker, wenn es so aus. Ja, sowohl. So schaut's aus. Geht's mal hier auf den Leg Drop durch. Natürlich die Attacken von Tanaka vor dem Match. Double Underhook. Ja, gekontert. Und Spinning Wheel Kick. Freut von einem Springboard. Back Elbow. Discus Punch, Discus Clothesline. Und der nächste Leg Drop. Dreamer hatte vorhin eigentlich gleich direkt, war wahrscheinlich direkt am Ring geblieben nach dem letzten Match. Obwohl er Beulah begleitet hat, deswegen hat er sich wahrscheinlich auch so rausgehalten dann. Ja, gleich das nächste Match, das nächste Mal der Discus Clothesline. Und soll der Piledriver folgen? Der geht auch durch. Prima Driver. Das ist die Vorbereitung dazu. Kann Jericho nochmal rauskommen hier? Nein, der geht auch durch. Cover direkt hinterher. Und das geht bis 3. Der Angriff von Tanaka dann doch entscheidend dadurch das Match beeinflusst. Das nächste Match ist ein Triple Threat Match zwischen Bam Bigelow, Sabu und Raven Mix. Wir nehmen hier mal Sabu, gucken uns mal das neue Moveset an, dass wir davon irgendwas merken. Einen Zug hätten wir jetzt hier nicht auch ausmachen können. Auch Bam Bigelow hätte eigentlich schon im Ring bleiben können, weil er vorhin auch schon da ist und verwiesen worden. Hauptsache wir machen nicht mehr ständig diesen Pele-Kick. We've got triple threat action here tonight. No disqualifications, no countouts. This is a match that favors the opportunists. There can only be one winner, and the one who strikes at the right moment will score that impressive victory here. Unleashing a barrage on their opponent. Counter, and now there's an opening. Powerless position to be in right. Das mag ich von neuen Moves irgendwie gar nichts. Beim Bigelow nutzt natürlich seine Kraft hier aus, schmeißt der Sabu quer durch den Ring. Und jetzt auch einen Suplex und kommt der mal mit einem eigenen Suplex durch. DDT hier von Raven. Sabu nutzt das Cover aus, geht Raven natürlich gleich dazwischen. Er ist noch nicht bis 3 gegangen, aber. Ja, hier Zeichen setzen, Whip in die Ecke. Toss von Sabu am Bam Bigelow, das jetzt aus dem Ring rausrollt. Und Back Body Drop von Raven gegen Sabu. Oh, come on, Cole. It's not about being sadistic, it's about being smart.
Hat zwar gar kein Titelmatch auf der Karte, aber es muss auch mal sein. Kann jede Woche irgendein Titel, Verteidiger hin und her wechseln. Snake Eyes jetzt hier. Kicks von Sabu. Letzte verpasst allerdings. High Cross Body. Gerollt. Nur bis 1, dann kontert aber Bambi Gloss selber. Thunder Blow. Hat Bambi Gloss nicht kommen sehen. Elbow Drop hinterher. So eine Powerbomb folgen. Sabu kann aber versuchen, noch rauskommen. Geht aber daneben, der Forearm Smash. Atomic Drop. Hoher Back Body Drop hier. Sabu komme ich gar nicht klar gerade. Irgendwie zwei Kicks und drei Sprünge. Neckbreaker jetzt hier. Ich bin aus dem Ring raus. Ne, doch nicht. Der Angriff hier bringt gar nichts zum Beispiel. Jetzt nimmt hier Bam Bigelow. Sabu hoch. Jetzt würde er gar nichts wiegen. Und den Power Slam dann durch. Kontert. Ja, das oberste Seil. Kollege. Arabian Facebuster, der geht aber halb daneben, glaube ich. Der hat nicht voll durchgezogen. Das Cover, Raven ins Eck und dann raus erstmal. Aber nur bis zwei. Bam Bigelow kommt hier nochmal raus. Wenn so ein Triple Jump Moon soll, ist ja schwer abzubilden. Das verstehe ich ja noch, aber. So kann Runner. Linkt auch. Raven sucht ja mal in einem Ring, ob er irgendwas Brauchbares findet. Hat sich für einen Singapore Kane entschieden. Aber Sabu natürlich auch gesehen. Mit einem Pin zu überraschen. Und Moonsault into the DDT. Okay, der Move ist neu, den haben wir vorher noch nicht. Oh, da zieht Bam Bigelow das Knie hoch. Aber jetzt muss der Ref allerdings, oder die Ref-Dame da rumkommt, ist dann Sabu schon fast wie auf den Beinen. Low Blow von Raven, natürlich keine Diskrepanz im Match. Er bewindet sich vor Schmerzen. Vor Schmerzen! Singapore Kane Einsatz jetzt hier von Bam Bigelow. Jetzt hier klar ein Drücker ist. Kane schon gebrochen. Sabu wird auch zum Bluten. Soll der Diving Headbutt vom obersten Seil kommen? Da ist er auch. Aber Raven geht nochmal dazwischen, rettet so Sabu vor der Niederlage. Konter von Raven mit einem Neckbreaker. Er folgt Raven nach draußen, aber muss direkt einen Stuhlschlag einstecken. Dann wird er mittlerweile auch genug jetzt.
Schleudert den Stuhl von Sabu direkt weg. Kann man hier die Faust abfangen. Edward, Raven schmeißt jetzt hier mit dem Singapore Kane nach beide. Wird aber immer schnell wieder auf die Beine. Running Bulldog. Big Boot. Bigelow. Ganz schön hard-hitting Match hier. Er kann hier Sabu kontern. Jetzt wieder sowas das Seil. Nächster Arabian Facebuster, der kommt auch. Diesmal sitzt er auch. Cover. Aber wieder ist es Raven, der dazwischen geht. Belly-to-Belly Suplex. Und Raven und Sabu mit gerade Bam Bigelow aus dem Ring rausgerollt. Und bei 2,99 kommt hier Sabu tatsächlich nochmal raus. Ja, DDT. Und das ist Evan Bigelow, der mit dem Singapore Kane in den Ring kommt. Wir sind Fatal 4-Way-Match immer lieber als ein Triple Threat Match. Weil so ist halt immer einer frei, der dann noch dazwischen gehen kann. So, du aus dem Ring raus. Evan Bigelow im Big Splash hier. Cover. Sabu kommt nicht rechts auf die Beine, aber Raven kann tatsächlich auskicken. Ich glaube, ich bin natürlich gar nicht auf Raven gegangen. Jetzt Raven mit dem Sledgehammer, der unter Ring gefunden hat. Mehr ist da nicht mehr groß liegen auch. Schlägt Raven jetzt auf. Bam Bigelow mit dem Sledgehammer ein. Ich wundere echt, dass dieses Match so lange dauert. Knallte den Kopf von Sabu hart auf die Matte. Aber wieder Kickout. Wieder Power Slam. Ein Sit-Out Shoulder Breaker. Oh, Sabu hat aufgepasst, schmeißt hier Bam Bigelow aus dem Ring raus, zumindest halb raus. Pinnt jetzt hier Raven. Und da kommt tatsächlich Bam Bigelow nicht mehr rechtzeitig in den Ring rein und so kann Sabu hier das Ganze ausnutzen und gewinnt so dieses Match. Also ganz schön wilde Geschichte hier gewesen. Weiter geht's mit unserem Main Event, ein Tischmatch zwischen der BWO und den Dudley Boys. Und wem spiele ich denn? Elimination Table Tag sogar. Wir nehmen mal Spike Dudley. Keine Ahnung, ob ich den 3-Mann-Einlauf richtig konfiguriert habe, aber guck mal, ob die BWO und die Dudleys hier korrekt reinkommen. Wenn es denn hier irgendwann losgeht. Hallo? Fans warten. Synchrontanzen hier irgendwie. Hat es bisher nicht so geklappt mit der BWO-Einmarsch. Jetzt kommen die Dudleys. Kommen wenigstens geschlossen rein. Gut, dann geht's mit dem Match auch los. Wir sind Spike Dudley. Ziel ist, den Gegner durch den Tisch durchzuhauen.
Ich sage damit, da das ein Elimination-Match ist, muss man, glaube ich, jeden einzelnen über den Tisch befördern. Also könnte auch, könnte schnell gehen, könnte aber auch lang dauern. Schauen wir mal, was das Ganze hier verspricht. Powerbomb hier nach draußen von Hollywood Nova gegen Spike Dudley. Suplex, Snake Eyes gegen Bubba Ray im Ring von Blue Meanie. Und Elbow Drop. Und Big Stevie, cool, also die BWO hier am Anfang vom Match hier schnell die Oberhand gewonnen. Mal, ob es auch so weitergeht. Und gerade wenn dann eben wirklich einer raus ist, hier schöne Headscissor. Erster Tisch schon im Ring. Blue Meanie. Erst hier den Tisch in den Ring reinrollt. Also ich sehe schon, wir werden hier einiges an Tische brauchen. Ein paar haben wir ja auch tatsächlich zur Verfügung. Ich will doch mal den einen hier nehmen jetzt hier, Kollege. Ich bin Reversal, Head Scissor. Aber im Ansatz, da trägt hier Spike. Das Big Stevie cool in der Gegend rum. Das wollte er dann durch den Tisch schmeißen, allerdings. Kann Big Stevie cool sich vorher befreien. Jetzt sind wir schon im dritten Tisch im Ring. Der erste davon rutscht schon wieder raus. Ja, die BWO doch trotzdem klar hier in besseren Karten aktuell. Dropkick. Da muss der Blumen durch den Tisch durch. Allerdings ist er nicht zerbrochen, sondern nur umgefallen. Wie sieht es auf den ersten Blick so aus? Ja, der liegt nur auf der Seite. Ziemliches Chaos hier im Ring. Ich denke mal, es wird besser, wenn der erste mal dann wirklich eliminiert ist. Da liegt ja hier Hollywood Nova auf den Tisch drauf. Spike Dudley geht nach oben. Big Splash und damit gewinnen die Dudley Boys das Match. Okay, das ist ein Elimination Match. Aber so ist damit der erste, der durch den Tisch fliegt, auch raus. Und die Dudleys gewinnen hier den Big Splash von Spike Dudley auf den am Tisch liegenden Hollywood Nova. Dieses Match. Okay, geht's doch kürzer, als ich gedacht hätte. Ich dachte wirklich, wir müssen jetzt jeden einzelnen durchhauen. Aber schon was gelangt. Der natürlich tausende Varianten von solchen Matches. Damit die Matches der Main Show abgeschossen. Schauen wir mal, was es noch in den Weeklies gibt. Einmal war das FBI gegen die Chair Swinging Freaks. Dann ein Tag Team Match zwischen der BWO und den Impact Players. Und im Main Event haben wir ein Triple Threat Extreme Rules Match zwischen Mike Awesome und Masato Tanaka. Diesmal ist Steve Corino das dritte Rad am Wagen. Na, ich würde mal die ersten beiden Matches simulieren. Dann spielen wir unseren Main Event hier noch. Erste Match gewinnt das FBI. Oder Zufall. Gewinnt die BWO. Und da machen wir den Einzug aus. Und spielen dann. Wir spielen mal mit dem dritten Rad am Wagen mit Steve Corino. Ja, irgendjemand ist immer der, ist so der dritte, wo man dabei ist. Denkt sich ja Steve Corino auch, lässt die beiden mal machen. Jetzt hier erstmal raus. 90.000. Powerbomb gegen den Apron. Von Mike Awesome gegen Masato Tanaka. Big
Dann wäre dann doch mal Mike Awesome langsam auf Corino losgegangen. Single Leg Trip. Finn muss trotzdem im Ring erfolgen. Weiter Wurf mit der Mülltonne hier von Mike Awesome. Kein Countout, also einzig und allein der Pinfall muss im Ring erfolgen. Aber Masato nach draußen durch die Seile springen. Er fehlt aber erst und bekommt dann die Mülltonne ab. Es wäre echt mal schön, wenn hier der mal der dritte mal gewinnen würde. In dieser Fehde sich schon über zwei Pay-Per-Views ziehen. Der nächste Pay-Per-View ist der Heatwave dann. Wenn es dann bevorsteht. Aber ich glaube so, Corino wäre mal so einer, wo sich da auch gegen die beiden wehren könnte. Gerade Mike Awesome ist ja hier ein ziemlich mächtiger Champion auch gewesen. Mal gucken, ob sich meine Batterien noch bis dahin noch halten oder ob ich das Match frühzeitig beenden muss, weil meine Batterien leer sind. Ja, schlag doch zu, also tust jetzt so lange rum. Seil. Aber man muss seinen Shoulderblock einsetzen. So, einstecken. Schicken wir einen Suplex. Oh, kommt hier. Bruno schnell wieder auf die Beine, würde ich sagen. Muss er direkt zweimal den Shoulderblock von Mike Awesome einstecken. Einmal echt das Gefühl, Tanaka und Mike Awesome wollen hier unter sich bleiben. Also sobald Corino wieder irgendwie dazwischen mischt, wird er direkt attackiert. Jetzt sogar der Pin-Versuch. Wort Back Elbows soll kommen, aber da kann Corino ausweichen. Mike Awesome bringt den Mülltonnen in den Ring rein. Nächste Shoulderblock. Suplex, sagt auch da gleich Tanaka direkt dazwischen. Oder Pin, ob es 1 geht. Corino Kick. Cover hinterher, das wäre es ja jetzt. Mike Awesome langsam auf den Beinen. Geht bei 2 dazwischen. Whippin und Spear. Kann sich Corino nur aus dem Ring rollen. Und somit wieder Tanaka und Mike Awesome. Im Ring, Low Blow. Kampfversuch hinterher. Kommen wir so schnell rein. Nein, Mike Awesome, damit auch hier der Gewinner dieses Matches. Also für den Abschluss von dieser Fehde Tanaka kicken gegen sowohl Mike Awesome als auch gegen Chris Jericho, der ist ja auch noch mit dabei. Da muss irgendwas Großes muss da kommen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Muss da als Abschluss, da muss irgendwas Großes her. Schauen wir mal, was das dann werden wird. Dann noch eine Woche entfernt von unserem nächsten Pay-Per-View von Heatwave. Schauen wir mal, was die zwei Folgen noch bringen und dann der große Pay-Per-View. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Sauber bleiben, ciao.